Hallo liebe Simson-Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Hallo Thomas. Hi. Wie versprochen geht's jetzt endlich los mit der Schwalbe. Jetzt ist hier auch noch der Tacho noch gekommen von Ostoase. Also jetzt haben wir eigentlich alles, denke ich mal, beisammen. Und es wird garantiert was fehlen. Also ich weiß es schon jetzt. Also ja, wir fangen jetzt an, das Ding hier zu komplettieren. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Also ich nehme euch mit, das wird wahrscheinlich immer so stückchenweise gehen. Ich werde mit viel Schneidarbeit das wahrscheinlich so zusammenfassen, dass ihr das halt dann immer so ruckweise seht, wie es dann hier vorangeht. Also vormontiert haben wir ja schon ein bisschen was. Ich habe jetzt auch diesen Luffy-Kasten hier, diesen kleinen, haben wir schon mal nochmal Puffer beschichten lassen. Diesmal in schwarz, weil alle Teile, die so sozusagen außer Rahmen sind, haben wir gesagt, machen wir jetzt in schwarz. Also unter anderem auch das Schutzblech hier hinten, was dann drin sitzt. Haben wir uns für schwarz entschieden und nur den Rahmen rot. Genau. Trittbretter habe ich auch schon bekommen. Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen. Weil die sehen nämlich ends geil aus. Ne? Also Simson erhaben und eigentlich sollte es eigentlich so Rot-Schwarz-Kombi werden, aber das weiß ich nicht, wie man das machen. Also weil pulvern lassen, schwarz kann ich ja. Mal gucken, ob wir hier eventuell noch was rausschneiden müssen. Für den Kickstarter drüben, aber das sehen wir dann beim Aufbau. Ne? Also Schwalbe und Simson ist eigentlich eine coole Sache. Ne? Also ja, die kommen rein. Keine Frage, die gibt es nicht zu kaufen, das sind Spezialanfertigungen. Die hat mir der Mario vorbeigebracht und dann, ja, gucken wir einfach mal. Ne? Also wir legen los. Thomas, interessante Frage. Warum heißt die Unterlegscheibe Unterlegscheibe, obwohl es aussieht wie ein U? Das kommt aus dem Thüringischen, weil es heißt nämlich Ongerlegscheim. Ne? Und deshalb U, Ongerlegscheim. Noch einmal. Willst du auch mal sprechen? Ongerlegscheim. Das kann ich nicht. Stimmt's? Aber recht, gell? Ich sag einfach Beilagscheim. Die sieht doch nicht aus wie ein B. Das ist eine Ongerlegscheibe. B Bayern. Ja. Tobi ist da. Hi. Hallo. Genau. Und wir fummeln jetzt hier an der Schwalbe weiter. So, Jungs, wir mussten mal kurz den Zylinderkopf ein bisschen modifizieren. Weil, ist ja Schwalbe. Also der muss ja hier vorbei. Also von der Sache her haben wir das jetzt mal ein bisschen angepasst. Wenn ihr irgendwann mal hier keine spezielle Stecknuss habt, wo die Schrauben dann alleine drin hängen, einfach so ein Stückchen Folie zwischen rein machen und dann fällt die nicht raus. Manche kleben sie mit Fett ein, dann stinkt es aber da vorne am Zylinder und ja, also deshalb mache ich das hier mit Folie. Einfach reingesteckt, hält die fest und gut.
So, liebe Sins und Freunde, so weit sind wir jetzt erstmal gekommen. Viel Schweiß reingeflossen gerade hier in den Container, weil heute ist abartig warm. Es ist draußen schon wieder finster. Wir hoffen, dass jetzt für Abkühlung sorgt, dass die Mücken noch weg sind, dass wir jetzt mal wieder die Türen aufmachen können. Ja, also was haben wir drin? Also Hinterrad ist mal montiert, das funktioniert soweit. Bremse ist eine neue drin, die läuft natürlich noch nicht so 100 pro. Kettentrieb ist drin, Motor ist drin, Wartbezündung ist drin, Elektrik haben wir schon mal drin, Lenker ist auch schon drauf. Hier Lenkerstück, wenn ihr das irgendwann mal, guck mal hier Thomas, wenn ihr das irgendwann mal nicht richtig drauf kriegen wollt, hier Schraube rein mit dem Gewinde und gegen eine Unterlegscheibe sachte drücken, dann wird das so groß, dass ihr es hier drauf schieben könnt. Also von der falschen Seite sozusagen die Schraube genau, rein. Genau, von der falschen Seite die Schraube rein, damit ihr das sozusagen ein bisschen drehen könnt. Aber ganz vorsichtig, weil das Ding knackt euch ruckzuck weg. Also ich mach's mal jetzt wieder lose, damit ihr mal seht. Ne? Also es ist, jetzt ist es fest. Also das lässt sich jetzt auch nur noch schwer drehen. Ne? Also so viel geht auf jeden Fall. An der anderen Seite müssen wir noch ein bisschen gucken. Da habe ich ein bisschen Problemchen. Weil hier geht es gar nicht drüber, das Griffstück, das ist halt Fertigungstoleranz. Da habe ich auch schon mal probiert, aber da kriege ich es einfach nicht drüber. Also keine Chance. Und auch wenn ich hier die Schraube reinsetze, kriege ich es einfach nicht gebacken. Da haben wir uns gesagt, also wir werden das jetzt dann einfach mal anpassen, indem wir dann das versuchen, mit einem Schleifpapier ein bisschen zu schleifen. Also wie gesagt, halt so rum. Ich krieg's hier einfach nicht drauf. Und das ist einfach viel zu klein. Das ist ein 22er sollte sein. Und im Endeffekt haben wir jetzt hier, ja, 21,8, also 2 Zehntel. Mal gucken. Ja, 22,2, also 4 Zehntel sind hier mehr. Also das ist halt einfach, wir kriegen es so nicht. Also entweder wir nehmen hier ein bisschen was mit Sandpapier weg, dass wir es drauf kriegen, oder wir machen das hier ein bisschen größer. Wir gucken uns das mal an. Irgendeine Lösung wird mir einfallen. Ja, soweit. Und dann denke ich mal, dass wir das nächste Mal weitermachen. Also, ah ja, hier, das ist das Langtuning-Lager. Ne? Also so sieht es aus. Das Kegelrollenlager von Langtuning. Also übel stabil. Wir haben es richtig angeknallt, also richtig schön festgemacht. Das Ding bewegt sich immer noch ganz geschmeidig. Also das ist überhaupt kein Problem. Ne, also hier der Lenker dreht sich ganz leicht. Ja, vorne haben wir das Fahrwerk nochmal gewechselt. Also Fahrwerk ist jetzt nochmal 2 cm tiefer gekommen. Von 26 auf 24. Und hinten fahren wir 28. Momentan, ja, 280er Länge. Genau. Wie gesagt, ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne hier einen Daumen hoch. Ansonsten hier Abo-Button, dann Daumen hoch und Glocke. Und dann seid ihr das nächste Mal mit dabei, wenn es weitergeht hier mit diesem Moped. Und Fertigstellung. Wir werden uns jetzt sputen, dass wir das möglichst fix dann fertig kriegen. Und das wird ein geiles Projekt. Also dann, macht's nach, macht's besser und traut euch was. Und übrigens, Simson Zwicker, Simson Treffen Zwicker, da sind wir auch. Bis dann, ciao. Ciao.